Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zum Gebet und zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt Freiheit eröffnet einen Raum zum Leben. Wie werde ich frei? Freiheit ist ja ein emotional ganz starkes Sendungswort. Frei sein von allem, was uns daran hindert, dass wir unser Leben gestalten können. Frei sein von Sorgen und von Ängsten, von Kummern. Frei sein, ich kann leben, ich darf leben als einen Menschen, der das Leben genießen darf und glücklich sein kann. Und als einen Menschen, der die Freiheit hat, zu entscheiden, was er tut und wie er sein Leben gestalten will. Freiheit eröffnet einen Raum zum Leben. Leben ist Fühle. Leben ist viel Gestaltigkeit. Öffnet den Raum auch für unser menschliches Leben, dass sich das entscheiden kann, was uns durch Gott gegeben ist, wie ein Geschenk. Gott hat den Menschen in der Tat als ein freies Wesen erschaffen. Du stehst meine Füße auf weiten Raum. Gott schenkt uns immer wieder neue Räume, auch wenn wir es gar nicht wahrhaben wollen. Gott wird unsere Füße auf weiten Raum stellen. Weite, dies bedeutet Freiheit und zugleich Risiko. Keiner darf sich täuschen. Weite Räume können morgen schon ganz eng werden. Gott hat große Geduld mit uns. Er überlässt uns unserem Schicksal, sondern er begleitet uns. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt Paulus. Der Christus, den Paulus verkündet, ist der Gekreuzigte. Den einen eine Torheit, den anderen eine Ärgernis. Paulus sagt einmal von sich, nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Paulus ist einer der großen Beter und Mystiker. Christus ist seine Kraftquelle, seine große Liebe geworden. Christus hat uns aus Gnade gerettet. Nicht Leistung rette uns, sondern seine Liebe und Hingabe. Der Apostel Paulus schreibt weiter: Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treuen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Wir sind zur Freiheit berufen. Die Freiheit, sich zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und die Welt zum Guten zu gestalten. Wir nutzen unsere Freiheit, um das Gemeinwohl zu gestalten. Es heißt nicht, wir können rücksichtslos, verantwortungslos und egoistisch gierig sein. Das geht schief. Denn Menschen sind von Anfang an soziale Wesen. Sie leben
in Lebensgemeinschaften. Wir sind eine große Gemeinschaft und in einer Beziehungsgemeinschaft mit Gott. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, lieber Gott und den Nächsten wie dich selbst. Der 31. Psalm ist durchgezogen von dieser Hoffnung und Vertrauen. Gott, auf dich vertraue ich. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Auf dich, Gott, hoffe ich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. So wie Gott Christus am Kreuz beistand, so wird er auch uns beistehen. Über unser Leben hinaus. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied. Alle meine Quellen entspringen in dir. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.